Hausrecht. Diese Tür, bitte. Jetzt sofort. Das ist aber eine Wahlkampfveranstaltung. Ist mir egal, es ist mein Hausrecht und mein Parkplatz und meine Größe, da ist die Tür. Warum sind Sie denn so unhöflich zu uns? Ich will das nicht. Ich möchte keine Presse haben. Weil ich jetzt gerne essen bitte möchte. Zur Tür raus. Pressefreiheit in den Grenzen von 1937. Pünktlich zu Maaßens Auftritt kommt noch ein bundesweit bekannter Neonazi angefahren. Tommy Frenk, mit szenetypischem Kennzeichen. Die 88 steht für Heil Hitler. Der Organisator von Rechtsrockkonzerten, hier rechts im Bild, ist mit dem Inhaber des Schützenhofes offenbar bestens vertraut. Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen dürfte ihn kennen. Noch Nazi Frenk verlässt die Veranstaltung etwas früher über einen Nebenausgang. Das ist doch eigentlich gar nicht Ihre Partei hier. Deswegen gehen wir jetzt wieder. Aber interessiert hat Sie es trotzdem, was Herr Maaßen gesagt hat, oder?